Hört ihr es im Hintergrund? Die Handwerker sind wieder da. Heute werden Fliesen geklebt und was weiß ich noch gemacht, keine Ahnung. Ja, ich wollte euch mein Mittagessen für heute zeigen. Ich habe nämlich mal wieder beschlossen, mich ein wenig gesünder, kalorienarmer, bewusster vor allem zu ernähren, weil ich in letzter Zeit mal wieder so gut wie alles in mich reingestopft habe, wozu ich Lust habe, und das ist einfach nicht gut. Habe ich euch das schon erzählt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Doch, habe ich, glaube ich, ne? Genau. Und ja, das ist jetzt mein erstes Mittagessen. Demnach ist heute Montag. Und das sind Vollkornspaghetti mit Zucchini und Paprika. Das habe ich in Öl angebraten. Und dann habe ich noch einen Esslöffel saure Sahne dazugegeben. Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Desvors. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Also das kann man gut essen. Und dazu habe ich von gestern vom Grillen noch ein paar eingelegte Garnelen in Knoblauch, Dill, was weiß ich, Soße. Die schmecken eigentlich auch ganz gut. Und ja, eigentlich sollte es gefrorene Garnelen, also naja, frische, aufgetaute Garnelen dazu geben. Aber da wir die noch über hatten, habe ich die genommen. Und ja, ist eine sehr, sehr leckere Kombination und kann ich nur empfehlen. Hey Lieben, wir haben heute Dienstag. Ich will immer Donnerstag sagen, das wäre schön. Nein, es ist erst Dienstag. Ja, ich habe meine Arbeitswoche gestern begonnen, also meine erste Arbeitswoche nach meinem Urlaub. Und ja, aber bisher war alles ganz gutsche. Ja, ich habe übrigens eine neue Gruppe unter meiner Fuchtel. Also ich habe die Gruppe gewechselt nach 4 Jahren und habe jetzt die kleinen Hosenscheißer in meiner Gruppe. Beziehungsweise bin da reingewechselt. Ja, es ist was komplett anderes. Ich hatte sonst eine Regelgruppe mit Kindern von 4 bis 6 und halt einer ganzen Menge. Und jetzt habe ich eben deutlich weniger Kinder, aber dafür eben die ganz kleinen dazwischendrin. Ja, ist mal eine neue Erfahrung. Ich hatte da einfach mal Lust, so was Neues auszuprobieren. Und ja, das mache ich eben jetzt. Ja, was fällt mir sonst noch ein? Ach genau, gestern habe ich 2 Ausschnitte noch gefilmt. Jan hat nämlich ein neues PlayStation-Spiel. Im Herbst kommen ja immer oder ganz oft oder viele neue Spiele raus. Und das erste, was er hat, ist Until Dawn. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, das ist so, ich weiß gar nicht, wie man das, dieses Genre nennt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall muss man da halt ja verschiedene Figuren steuern und Entscheidungen treffen. Man kann sich immer zwischen 2 Sachen entscheiden und je nachdem, was man auswählt, so geht halt die Story weiter. Das ist sehr, sehr komplex. Ich finde es an sich super cool. Leider ist es halt so eine Mord-Horror-Geschichte, die dir halt mega, mega, mega Angst machen soll. Und ich finde, das gelingt den Machern oder ist den Machern sehr gut gelungen. Ja, wir haben gestern, weiß ich nicht, so 1 Stunde bestimmt gespielt. Also ich wurde genötigt, dabei zu sitzen. Jan hat gesteuert, also das würde ich nicht machen. Und ich habe dann halt immer, durfte die Entscheidung treffen, die meisten zumindest. Und ja, dieses Spiel ist einfach von vorne bis hinten komplett gruselig. Weil die Atmosphäre, also es ist immer dunkel und dann ist das Licht ausgefallen und ein Schneesturm oder sonst was und halt alles unterlegt mit gruseliger Musik und du wartest halt echt nur darauf, dass irgendwo um die Ecke was steht oder was ankommt oder dich verfolgt oder irgendwie sowas. Das ist ja überhaupt nichts für mich. Ich hasse ja Horrorfilme wie die Pest. Ich bin so ein Schisser. Und wenn ich irgendwas Gruseliges sehe, ich kann ja tagelang an nichts anderes mehr denken. Also ich denke immer, hinter mir ist jemand. Oder wenn ich jetzt in den Raum gehe und das Licht anmache, dann steht da jemand oder sowas. Und ja, ich bin da wirklich sehr, sehr anfällig für. Und gestern, wir haben uns echt, also 4-mal beide so richtig erschrocken. Also, dass wir auch richtig geschrien haben. Nicht nur ich, Jan auch. Aber dem macht das nichts. Und ich liege dann halt abends im Bett und denke mir so, oh Gott, ich darf jetzt nicht zu viel trinken, sonst muss ich nachts aufs Klo, alleine im Dunkeln und ja, und ich musste natürlich trotzdem aufs Klo. Heute Morgen um 3 oder irgendwie sowas. Und ich hatte so ein Schiss. Ich habe echt überlegt, Jan zu wecken und zu sagen, komm mit. Aber nein, ich habe es durchgezogen. Ich war ganz, ganz tapfer. Aber oh, ich hasse wirklich sowas.
Und ich wette, ich muss dieses Spiel weiter mitspielen. Ich werde aber nicht hingucken. Ich kann das echt nicht. Also ich kann ja nicht jede Nacht komplett Schiss haben und ja, weiß ich auch nicht. Also ich werde mich vielleicht dazusetzen, aber ich werde nicht hingucken, glaube ich. Das kann ich mir nicht antun. Wie auch immer, ich blende euch mal zwei Szenen ein. Da passiert nichts Gruseliges, keine Sorge. Aber ihr seht, glaube ich, die Panik in meinem Blick. Und die Frage ist definitiv nur gespielt. Film mich nicht. Ich komme nicht auf den Schirm, ne? Wann kommt denn da endlich mal was? Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Gerade ausgepackt. So, es ist, glaube ich, eine Stunde vergangen seit dem letzten Ausschnitt. Ich habe mir gerade die Nägel lackiert und zwar habe ich endlich mal Essie Saltwater Happy aufgetragen, lackiert und ich finde diese Farbe so mega schön. Es war leider eine LE und die LE ist seit ein paar Wochen leider nicht mehr erhältlich. Falls ihr den noch irgendwo entdeckt oder sowas durch Zufall, holt ihn euch, er ist so schön. Ich mag Essilacke ja wirklich sehr, sehr gerne. Also die halten bei mir relativ gut. Im Moment habe ich sowieso sehr Glück mit meinen Nägeln. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, dass ich diesen Microcell-Lack wieder benutze als Unterlack jedes Mal. Also ohne, dass ich diese Nagelkur gemacht habe. Seitdem ist mir toi 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 kein Fingernagel mehr abgebrochen. Und sie sind alle relativ schön lang und gleichmäßig. Und ja, diese Farbe ist einfach der Wahnsinn. So ein richtig schönes, helles, gedecktes Pastellblau. Ja. Was ich sonst noch erzählen wollte, ist, dass ich einen riesen, riesen, riesen Hunger habe. Ich habe ja gestern angefangen, mein Essen drastisch zu reduzieren, beziehungsweise zu kontrollieren besser. Genau, gestern habe ich euch mein Mittag gezeigt. Heute gab es zum Mittag auch was wirklich Leckeres. Und zwar habe ich mir Kartoffeln gemacht, beziehungsweise die waren noch vom Vortag. Da habe ich mir ein bisschen Hähnchenbrustfilet zu angebraten. Und dann habe ich Brokkoli noch gehabt. Und da habe ich eine Soße zugemacht, einfach aus ein bisschen Creme fraiche und Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Und ja, das Ganze in der Pfanne zusammengemixt. Und ja, das war wirklich ziemlich gut. Also muss ich sagen, wirklich sehr, sehr einfach. Ich finde, wenn man sich öfter disziplinieren würde, also ich vor allem, wenn ich mich öfter disziplinieren würde, einfach mal mich mittags an den Herd zu stellen und einfach mal so in der Art, was Kleines zu kochen, was einfach nicht viele Kalorien hat und trotzdem total lecker ist, dann ja, würde ich mir so einige Pfunde ersparen vielleicht oder so. Ja, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich auch anfangen mit Blogilates wieder, aber ich weiß nicht, ich kann mich überhaupt nicht motivieren dazu. Gar nicht. Ich wollte es gestern schon machen, ich will es heute machen. Ich glaube, ich lasse es heute wieder sein. Ich weiß nicht, was los ist. Ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht nach Sport. Keine Ahnung. Ich werde mir, glaube ich, gleich erstmal Armbrot machen, weil ich wirklich mega Hunger habe. Also ich habe ja sonst wirklich ständig gegessen, wenn ich Hunger hatte oder wenn ich auch nur den kleinsten Appetit hatte. Und ja, da muss ich jetzt erstmal wieder von runterkommen, beziehungsweise mein Magen muss sich mal dran gewöhnen, dass das eben nicht mehr gemacht wird. Erstmal nicht mehr. Mal sehen, wie lange. Keine Ahnung. Heute Abend gibt es bei mir Salat. Salat, ja, bestehend aus Salatherzen, Gurke, Tomate und sowas. Dann ein paar Garnelen werde ich mir dazu anbraten. Und dann noch eine Scheibe Brot. Ich glaube mit Lachsschinken wieder und Käse. So wie gestern das Brötchen, was ich gegessen habe. Habe ich bei Instagram gepostet, kann ich euch hier nochmal einblenden. Das war auch super, super lecker. Ja. So viel jetzt zu diesem Vlog. Ich werde ihn, glaube ich, an dieser Stelle beenden, damit ich ihn morgen bearbeiten kann und hochladen kann.
Ja, und dann seht ihr als nächstes wieder einen Tag aus meinem Urlaub und dann den nächsten Vlog. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine schöne Woche und ja, macht's gut. So, drehen mal nach links und nach rechts. Ja. Andere Seite. Ja. Machst du gerade ein Video? Ja. Mega. No geil. Wieso? Ich wollte nur zeigen, wie unser Snake aussieht. Oder wer auch immer das ist. Nein, die so wie eben. Ja. Gut.